ist mir Sahran Atış, Frauenrechtlerin und Rechtsanwältin, zugeschaltet. Ja, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Gerne, liebe Frau Würzbach. Wir haben also am Morgen erfahren von diesem Verbot, zudem auch Razzien. Wie gefährlich bzw. auch einflussreich sind solche Gruppierungen oder auch direkt diese Palästina-Solidarität-Duisburg-Gruppierung? Nun, wir haben ja seit dem 7. Oktober gesehen, wie schnell sich Massen auf der Straße treffen konnten und sehr, sehr wirklich erschreckende judenfeindliche Parolen skandierten. Daraus können wir entnehmen, dass diese Gruppierungen schon seit Jahrzehnten gute Vorbereitungen gemacht haben, einen sehr großen Rückhalt haben in bestimmten Kreisen, im gesamten, also weit verbreitet im Kulturbetrieb, in der Geisteswissenschaft, in den Universitäten. Ich würde sagen, das geht hier nicht nur darum, dass wir an einen Fleck nur gucken in Duisburg oder eine bestimmte einzelne Gruppe nehmen, sondern wir müssen uns das gesamte Bild in Deutschland anschauen, was da an islamistischen Terrororganisationen sich da niedergelassen haben. Ich denke, die Gefahr ist viel größer, als wir es aktuell tatsächlich auch noch sehen. Volker Beck, Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, hat hier bei Welt kritisiert, dass man mit dem Hamas-Verbot all das hätte direkt machen können. Deutschland sei zu langsam. Teilen Sie diese Einschätzung? Hätte man selbst die kleineren Gruppierungen, die Hamas unterstützen, schon vor Monaten viel enger in den Blick nehmen müssen? Ich würde ja sagen, schon seit Jahrzehnten hätte man das in Blick nehmen müssen, denn die Radikalisierung innerhalb von bestimmten islamistischen Gruppierungen beobachten wir seit mehr als 20 Jahren sehr extrem. Und insbesondere die Hamas ist auch in Deutschland schon lange sehr aktiv. Das Verbot hätte sehr viel früher kommen müssen. Ja, definitiv. Gestern wurde der Nakba hier auch in Deutschland auf den Straßen an ihn erinnert. Die Demonstrationen sind zum Glück nicht gewalttätig aufgefallen, wie man das vielleicht befürchtet hatte. Was ist Ihr Fazit aber? Denn es sind ja trotzdem hunderte Menschen in Berlin, Hamburg und auch in anderen Teilen Deutschlands auf die Straße gegangen. Auch diese hunderte von Menschen stehen meiner Ansicht nach als Stimmen und als Gesichter für eine große Anzahl von Menschen im Hintergrund. Das haben wir oft bei solchen Bewegungen. Nun, was soll ich sagen? Das Leid der Menschen, die tatsächlich in ihren Familien betroffen waren von der Katastrophe, was ja Nakba bedeutet, das teilen sehr viele Menschen selbstverständlich. Man muss schon sehr herzlos sein, wenn man das Leid dieser Menschen nicht sieht. Im Übrigen gibt es dieses Phänomen ja weltweit, wenn man es als Phänomen bezeichnen darf. Völker und Menschengruppen wurden weltweit immer wieder vertrieben. Es gibt lange Listen von Chroniken über vertriebene Völker. Aber dass dieses Leid der Menschen hier missbraucht wird an einem Nakba-Tag, der im Übrigen erst Ende der 90er Jahre als solcher benannt und ausgerufen wurde, soweit ich weiß, also, dass man dieses Leid missbraucht, das verurteile ich sehr. Ich verurteile auch die Dämonisierung in beide Richtungen und sehe bei diesen Demonstrationen im Grunde genommen nur Hass gegen Juden. Es wird ein Judenhass verbreitet, eine Dämonisierung, aber auf der anderen Seite findet auch statt, es kann nicht akzeptiert werden, dass Muslime insgesamt wegen dieser Islamisten in Generalverdacht geraten. Insofern haben wir hier es mit dem Phänomen zu tun, teile und herrsche. Die Menschen werden für Palästina, für Israel aufgeteilt. Man muss sich entscheiden für das eine oder andere Volk. Und das kann nicht sein. Ein Kind, das stirbt, oder eine Frau oder ein Mensch im Krieg, ist nun mal ein Mensch, mit dem wir gemeinsam leiden und Mitleid haben, und zwar ganz unabhängig von der Religion und Kultur. Sehen Sie einen Weg, dass das in Deutschland wieder möglich ist? Sie haben es gerade angesprochen, wir sprechen von pro-israelischen, pro-palästinensischen. Und dadurch spielt man oft die Gruppen aus, die natürlich vor allem einfach wollen, dass keine Kinder, keine Menschen mehr unschuldig sterben müssen in diesem Krieg, in diesem Konflikt. Heute Abend gibt es die Einweihung des Platz der Geiseln in Berlin, viel Polizeischutzzäune, weil man auch hier wieder die Sorge hat, dass es dort zu Ausschreitungen kommen könnte. Was muss also in unserer Gesellschaft passieren, damit man
dafür sein kann, dass die Geiseln nach Hause kommen, und zwar alle, und gleichzeitig dafür sein kann, dass die Zivilisten im Gazastreifen endlich wieder nach Hause kehren können und das Leid von ihnen auch beendet wird? Ich persönlich bin zugegebenermaßen, und das wissen auch sehr viele Menschen, bei den Pro-Israel-Demonstrationen stets mitgelaufen. Bei den Pro-Palästina-Demonstrationen sehe ich lediglich den Hass auf Juden bestätigt. Und trotzdem, dennoch würde ich dafür plädieren, dass auf beiden Seiten die Menschen zusammenkommen, die am Ende des Tages dasselbe wollen, nämlich Frieden und Gesundheit für Leib und Seele, für alle Menschen, und die Menschen, die vor allem demokratische Werte teilen, zusammenkommen von beiden Seiten und diese Einseitigkeit der jeweiligen Fronten auch damit auflösen. Denn mir am Ende als Frauenrechtlerin und als Menschenrechtlerin ist es weitestgehend salopp formuliert egal, wer nun gegen die Demokratie sich aufstellt, ob es nun die Orthodoxie auf der einen oder anderen Seite ist, aus religiöser Sicht oder Ideologen. Da geht es mir tatsächlich um die Werte. Und diese Menschen existieren, die sind da. Es gibt Freundschaften zwischen Palästinenser und Israelis. Es gibt Projekte, Aktionen. Und die würde ich sehr gerne in den Vordergrund stellen. Das ist das, was unsere Bildungspolitik machen könnte. Das ist das, was auch die Politik machen könnte. Und ich sehe die friedlichen Menschen, die bereit wären, diesen Weg zu gehen, sehr viel mehr auf der israelischen Seite, auch die Araber, die auf der israelischen Seite sind, auch die Muslime, die in Israel leben, da sehe ich sie, und deshalb solidarisiere ich mich mit ihnen.